Ich bin Rahel Jeggi. Ich habe leider kein Kino, was ich, wenn ich das hier so sehe, ein bisschen bedauere. Aber ich leite als Direktorin gemeinsam mit Robin Zelikatis das Center for Humanities and Social Change, das diese Veranstaltung hier organisiert und leite sie jetzt erstmal ein bisschen durch den Abend. Es ist wirklich ein wunderbarer Moment, dass wir Sie alle hier heute zu den zweiten Walter Benjamin Lectures in Berlin begrüßen dürfen, und zwar wirklich und wahrhaftig und vor allem auch leibhaftig hier sehen zu können. Wir haben, das können Sie sich vorstellen, seit einiger Zeit darauf hingearbeitet. Das wurde eben schon erwähnt. Wir haben gegen Corona gewettet gewissermaßen. Und diese Veranstaltung ist ohnehin für uns so etwas wie der Höhepunkt der Saison, auf den wir hinarbeiten, der letztes Jahr ausfallen musste. Und dass es dieses Jahr dann wirklich geklappt hat, das hier als die erste Live-Veranstaltung wieder zu organisieren, macht uns alle wirklich sehr glücklich. Wir sind auch ein bisschen, das ganze Team, muss ich sagen, wir sind ehrlich gesagt auch ein bisschen aufgeregt, weil wir das so lange nicht mehr gemacht haben. Wir waren in den letzten Monaten immer damit beschäftigt, Zoom-Einstellungen zu testen und zu probieren, dass die Tonqualität bei Videos einigermaßen stimmt. Also eine Premiere jetzt nach langer Unterbrechung wieder für uns. Und wir haben tatsächlich ja auch kaum zu hoffen gewagt, dass das alles so klappt, wir hier in echt, nicht digital. Und das auch noch in einem so schönen Kino. Aber manchmal klappen Dinge eben auch. Noch einmal also herzlich willkommen. Ich freue mich wirklich sehr, dass alle da sind. Es ist aber nicht nur großartig, dass wir hier heute alle zusammen sein können. Großartig ist vor allem, dass wir für diese Vortragsreihe mit Axel Honneth wieder eine Besetzung gewinnen konnten, die wir uns passender eigentlich gar nicht hätten vorstellen können. Eine wirkliche Wunschbesetzung. Auch das Thema der Vorträge könnte, denke ich, passender, dringlicher und zeitgemäßer gar nicht sein. Das Thema Arbeit tauchte in den vergangenen Monaten zwar immer mal wieder unter dem Stichwort systemrelevant, manchmal oder auch unter dem Stichwort Pflegenotstand in der öffentlichen Diskussion auf. Genauso schnell ist es aber auch immer wieder verschwunden, abgesehen von ein paar Anerkennungsbekundungen, die aber ganz symbolisch geblieben sind. Und dass die Frage, wie wir arbeiten, einen Einfluss auf die Verfassung unserer Demokratie hat, das ist ein Zusammenhang, der noch nicht sehr vielen Menschen aufgegangen ist. Jedenfalls merkt man nicht viel davon. Das wird sich nun hoffentlich in den nächsten 3 Tagen ändern. An diesen 3 aufeinanderfolgenden Abend wird Axel Honneth nämlich nun unter dem Titel Der arbeitende Souverän eine demokratische Theorie der Arbeitsteilung vortragen. Und wir werden dann sehr viel mehr über Arbeit, über Demokratie und über deren Zusammenhang erfahren. Bevor ich Ihnen gleich Axel Honneth kurz vorstelle, möchte ich noch kurz etwas zum Kontext dieser Veranstaltung sagen. Das ist nicht einfach nur so eine Vortragsveranstaltung, sondern es ist, das wissen Sie schon, eine Vortragsreihe, also die Gelegenheit, an 3 aufeinanderfolgenden Abenden jemanden dabei zu beobachten, wie er ein Thema wirklich vertieft und in allen Details auslotet, also einen komplexeren Zusammenhang an 3 solchen Abenden in 3 solchen Teilen zu entwickeln. Es ist außerdem eine Veranstaltung, die im Zusammenhang mit einer Institution steht, die wir den Walter Benjamin Chair genannt haben. Das ist ein temporärer Lehrstuhl, könnte man sagen, an unserem Center for Humanities and Social Change. Dieses Center wiederum ist an der Humboldt-Universität zu Berlin angedockt und ist im Frühjahr 2018 gegründet worden von damals noch der Humanities and Social Change Foundation, heute der New Institute Foundation, wird also von dieser betrieben und finanziert. Und ich kann vielleicht auch wenn es ihm vielleicht etwas peinlich ist, sagen, dass heute sogar auch der Stifter und Gründer dieser Foundation hier ist und extra aus Hamburg angereist ist, um uns hier zu begleiten bei diesem Unternehmen. Wir besetzen also diesen Chair jedes Jahr mit einer Persönlichkeit, die dann auch einige Wochen bei uns verbringt, während ihres Aufenthalts mit uns zusammen Überlegungen zum Forschungsthema unseres Centers, die Krisen des Kapitalismus und der Demokratie entwickelt, mit uns diskutiert und eben auch die Überlegungen, die sich dann in den Lectures niederschlagen, schon vorab diskutiert, mit der Idee, dass das Ganze eben ein etwas nachhaltigeres Format ist, nicht nur eine flüchtige, vorübergehende Vortragsreihe,
mit Prominenz. Davon hat Berlin ja ohnehin sehr viel. Also hier reisen ja viele durch und es gibt viele große Namen, die hier große Vorlesungen halten. Die Idee ist hier, das so ein bisschen nachhaltiger zu gestalten, zu längeren, intensiveren Diskussionen beizutragen. Insgesamt mit einem Format, das sich das Ziel gesetzt hat, einen Brückenschlag zu bilden zwischen dem, was an philosophisch-theoretischer Arbeit geleistet wird, und der gesellschaftspolitischen Relevanz, also ein bisschen ein Brückenschlag zwischen der Akademie und der Öffentlichkeit, könnte man sagen, mit Themen, die angesichts von gesellschaftlichen Konflikten und Krisen und Verwerfungen, die immer drängender werden, in mancher Hinsicht auf der Hand liegen, sich aber auf der anderen Seite eben nicht von selbst beantworten und deren Lösungen sich auch nicht von selbst verstehen. Auch das werden Sie in diesen 3 Tagen vermutlich erfahren. Für Sie bedeutet es also, dass wir hier 3 aufeinanderfolgende Abende bestreiten. Ich muss noch mal kurz leider daran erinnern, dass Sie an jedem Tag einen negativen Corona-Test benötigen. Also leider reicht es eben nicht einmal, sondern für jeden Einlass noch mal diesen Corona-Test. Und für uns alle hat das bedeutet, dass wir jetzt schon seit einigen Wochen mit Axel Honneth über das Thema im Gespräch sind. Axel Honneth hat im Grunde die Idee dieses Formats jetzt schon erfüllt und übererfüllt mit unermüdlichem diskutierenden Einsatz und einer bewunderungswürdigen Konzentration. Also egal, was er jetzt gleich sagen wird, für uns ist die Sache schon wirklich in höchstem Maße aufgegangen, nämlich eine wirklich intensive Beschäftigung mit einem Thema, das sich so, das so von niemand anderem hätte überhaupt betrieben werden können. Ein Wort zum Namensgeber dieser Vortragsreihe. Wir haben sie ja Walter Benjamin Lectures genannt und eine erste Danksagung an die Erbinnen des in Berlin geborenen Philosophen Walter Benjamin, die nämlich sehr herzlich zugestimmt haben, diesem Vorhaben, den Namen zu benutzen. Die Namensgebung zielt nun nicht nur darauf, dem Projekt so ein bisschen Lokalkolorit hinzuzufügen, eben weil Walter Benjamin einer der in Berlin geborenen Vertreter der Tradition der kritischen Theorie ist. 1892 geboren und 1940 auf der Flucht vor den Nazis unter tragischen Umständen in Porbou ums Leben gekommen, erinnert Walter Benjamin außerdem als einer der originellsten und produktivsten Intellektuellen des letzten Jahrhunderts nicht nur daran, wie viele Facetten eine solche kritische Gesellschaftstheorie haben kann und muss. Er steht wie ganz wenige mit seiner Lebensgeschichte und seinem Werk für die Krisen und Katastrophen des 20. Jahrhunderts. Krisen, die sich ins 21. Jahrhundert fortgesetzt haben. Dass es so weitergeht, ist die Katastrophe, hat Benjamin in einer seiner berühmtesten Schriften formuliert und damit vorweggenommen, dass gesellschaftliche Krisen nicht Ausnahmen im Normalbetrieb sind, sondern Ausdruck von tief in unserer Gesellschaftsordnung angelegten Problemen. Der Name Benjamin Lectures bedeutet dabei nicht, dass die Vorlesungen sich mit seinem Werk befassen oder befassen müssten. Es geht nicht um Vorlesungen über Walter Benjamin und sein Werk, sondern um Vorlesungen in seinem Geiste. Wem nun sollten wir das eher zutrauen als Axel Honneth? Der Philosoph Axel Honneth, nach langen Jahren an der Goethe-Universität Frankfurt und als Direktor des dort ansässigen traditionsreichen Instituts für Sozialforschung, ist heute Professor an der Columbia University, New York, und er ist einer der bedeutendsten Vertreter der zeitgenössischen kritischen Theorie, einer der bekanntesten, einflussreichsten und inspirierendsten Philosophen unserer Zeit. Er zählt ohne Zweifel zu den bedeutenden Erneuerern der kritischen Theorie und für einen undogmatischen und systematischen Anschluss an ihre Fragestellung. Seine Analysen gelten dabei nicht dem antiquarischen Interesse an den philosophischen Schriften der vergangenen Jahrhunderte, sondern den vielfältigen Pathologien und Fehlentwicklungen des heutigen sozialen Lebens in unserer Gesellschaft. Dabei hat er immer wieder unermüdlich darauf hingewiesen, als Anerkennungstheoretiker, als der er bekannt ist, der Anerkennungshonnet, wie mir jemand letztens sagte, ist das der Anerkennungshonnet? Ja, er ist es. Und als Theoretiker einer als sozial verstandenen Freiheit, dass unsere individuelle Selbstverwirklichung über individuelle Bedingungen hat, dass unsere Freiheit nur im Rahmen sozialer Verhältnisse richtig verstanden werden kann. Zu diesen nun gehören klarerweise die Bedingungen, unter denen wir arbeiten, und die Verfasstheit der gesellschaftlichen Arbeitsteilung insgesamt. Es zieht sich deshalb wie so ein kleiner, manchmal unmerklicher roter Faden durch das Werk von Axel Honneth, wenn dort das Thema Arbeit nicht zufällig immer wieder berührt wird. Als Sphäre, in der wir einander wechselseitige Anerkennung entgegenbringen, als Dimension sozialer Freiheit
Und dieser rote Faden verflicht sich mit der Seite seines Werkes, in der er, inspiriert von Deweys Auffassung von Demokratie als Lebensform, über die Vorbedingungen wirklicher Demokratie, einer demokratischen Kultur oder einer demokratischen Sittlichkeit nachgedacht hat. Wie sonst nur wenige hat Axel Honneth also, einer der wenigen Philosophen unserer Zeit, die sich dem Thema überhaupt angenommen haben, die Verfasstheit unserer Gesellschaft auch aus der Perspektive der Arbeitsverhältnisse bedacht, die in ihr herrschen. Und ich bin ein ganz klein bisschen stolz darauf, dass es uns mit unserer Einladung an ihn als Benjamin Chair womöglich gelungen ist, ihn zu einer ausführlicheren Auseinandersetzung mit diesem Thema zu motivieren und damit zur Analyse eines Problems, das häufig im Schatten der medialen Aufmerksamkeit steht. Dass Axel Honneth, wie Sie in den nächsten Tagen erfahren werden, bei der Diagnose, woran die Gesellschaft gegenwärtig krankt, nicht stehen bleiben wird, sondern auf der Suche nach Ansatzpunkten im Hier und Jetzt ist, einer Abhilfe, die in Sicht und Reichweite ist, macht seinen Beitrag dazu umso wichtiger. Auch wenn sehr vieles geklappt hat, manches hat leider doch nicht geklappt. Das betrifft jetzt die Kommentatorin, die Sie auf den Plakaten in der Ankündigung noch gesehen haben. Leider muss ich Ihnen mitteilen, dass an den ersten beiden Abenden die Kommentare ausfallen müssen. Die werden dann in der Videoversion des Ganzen neu eingespielt und dann eben auf den üblichen Kanälen vertrieben. Aber diejenigen, die eben jeden Abend eigentlich die Lectures kommentieren sollten, konnten aus verschiedenen pandemiebedingten Gründen nicht kommen. Am letzten Abend allerdings freuen wir uns dann, Andrea Komlogy von der Universität Wien hier begrüßen zu dürfen. Ja, soweit die Übersetzungsfrage. Wer von Ihnen benötigt eine Übersetzung und weiß noch nicht, wie das funktioniert? Alle wissen es oder benötigen keine. Also es gibt eine englische Übersetzung, die man über eine App dann abrufen kann. Den Betreiberinnen und Betreibern des Kinos, allen Mitarbeiterinnen, habe ich bereits gedankt. Den Mitarbeiterinnen unseres Centers, die Sie ganz am Ende auch noch mal alle sehen werden, möchte ich auch noch mal ganz speziell jetzt schon danken. Der große Erfahrungsschatz in der Organisation solcher Veranstaltungen und die große Identifikation, mit der hier die Veranstaltung, die ja, wie Sie sich vorstellen können, so alle möglichen Tücken und Härten mit sich bringt in der Organisation. Das würde alles ohne euch überhaupt nicht klappen. Insofern ganz großen Dank jetzt schon mal und wir werden sehen am Ende, dass das alles sich gelohnt haben wird. Ganz zuletzt das Dankeschön an Honneth, Axel Honneth, der in den letzten Wochen, wie gesagt, schon unermüdlich mit uns diskutiert hat und den ich jetzt gerne hier aufs Podium bitten möchte. Wir sind sehr gespannt und freuen uns. Geht das so? Hören Sie mich? Es ist im Übrigen die erste Vorlesung, bei der die Zuhörerinnen und Zuhörer gelegentlich an eine Bar gehen können. Das kann für den Vortragenden irritierend sein. Ja? Also wenn zu viele von Ihnen zur Bar eilen, ist das ein schlechtes Zeichen für mich. Es ist mir eine große Ehre, ein ebenso großes Vergnügen, die diesjährigen Benjamin-Vorlesungen des Centers for Humanities and Social Change an der Humboldt-Universität heute hier halten zu können und in den nächsten weiteren zwei Tagen. Ich bin daher dem Center ausgesprochen dankbar dafür, also stellvertretend Rahel Jeggi, die mich gerade so mit Lob überhäuft hat, und Robin Zelikates, dafür, dass sie mir die Chance gibt, in drei Tagen meine Überlegungen zum Verhältnis von Arbeit und Demokratie auszuführen. Und tatsächlich ist es so, dass die Einladung mich dazu bewogen hat, mich, und das geht jetzt schon beinahe anderthalb bis zwei Jahre, mich mit dem Thema der Arbeit wieder einmal und jetzt viel ausführlicher zu beschäftigen. Die Benjamin-Vorlesungen gehen, das hat Rahel gerade schon erwähnt, mit dem sogenannten Benjamin-Chair einher, eine Art von Gastprofessur, die einem die Chance gibt, den Stoff der eigenen Vorlesung im Vorfeld mit einem Kreis von hochkompetenten Fellows und Studierenden zu diskutieren. Diese Gelegenheit habe ich trotz der Beschränkung auf Online-Diskussionen als äußerst fruchtbar empfunden. Ich habe während dieser Diskussionen so viel produktive Anregungen und Kritik erhalten, dass ich mein Manuskript eigentlich vollkommen hätte umschreiben müssen, um das Gefühl zu haben, dass es wirklich was taugt. Das habe ich dann nicht getan,
weil ich mit den Kürzungen genug zu tun hatte. Das Manuskript musste ich beinahe um die Hälfte unter allergrößtem Schmerz kürzen. Und trotzdem werde ich Sie zeitlich heute Abend ein bisschen überfordern, befürchte ich. Heute geht das noch mit der Hitze. Am Freitag wird das unerträglich für mich und für Sie. Also, ich möchte mich bei allen, die dafür Sorge getragen haben, dass diese Vorlesungen stattfinden können, dass sie in einem so tatsächlich, muss man ja heute sagen, idealen Rahmen stattfinden können, dass der Vorlauf für mich so produktiv verlaufen ist, ganz ausgesprochen herzlich bedanken. Das sind viel zu viele Namen, auch was die Kritik und die Anregungen anbelangt, als dass ich die alle jetzt aufführen könnte. Ich nenne daher stellvertretend nur 4 Personen, die im Vorfeld besonders rege tätig waren, mir zu helfen, natürlich Rahel, ja, die mich, wie gesagt, mit Lob ein wenig überschüttet hat, Robin Zelikatis, Co-Direktor, Frau Susanne Schmeisser, die ich natürlich jetzt hier in der Menge nicht sehe, und Christian Schmidt, der mir sehr in den letzten Tagen vor allen Dingen mit der Pressearbeit, aber auch mit Manuskripten sehr, sehr stark geholfen hat. So, und jetzt beginne ich mit dem, was die Vorlesungen sind, und stürze mich direkt in die Materie. Ich werde irgendwann meine Jacke ausziehen müssen, das ärgert den, der die Videoaufnahmen oder was auch immer da herstellt, weil er meint, dass der Kontrast nicht mehr gut ist, aber ich muss es trotzdem tun. Seit dem Ende des 18. Jahrhunderts bildet sich in der westlichen Welt ein neues Gesellschaftsverständnis aus. Während bis zur Epochenwende der Französischen Revolution die Arbeit des Einzelnen mehr oder weniger nur als Bürde verstanden wurde, die Unselbstständigkeit, alltägliche Mühe und persönliche Abhängigkeit verriet, gilt sie jetzt in der neuen Zeit, wie Hegel sagt, als Bedingung von freier Existenz und Voraussetzung gesellschaftlicher Vollwertigkeit. Was vorher purer Zwang zum Broterwerb war, wird nun als Ausweis sozialer Emanzipation und Freiheit verstanden. Kaum einer hat dieses veränderte Selbstverständnis besser auf den Begriff gebracht als Hegel, der in seiner 1821 veröffentlichten Rechtsphilosophie dem Wert der Arbeit ein ganzes Kapitel gewidmet hat. Darin heißt es, dass jedes männliche, für ihn natürlich Mitglied der bürgerlichen Gesellschaft, durch seine, und ich zitiere, durch seine Tüchtigkeit und sein ordentliches Aus- und Fortkommen etwas ist, also einen sozialen Status als vollwertiger Bürger besitze und in diesem anerkannten Dasein als Betreiber eines Gewerbes seine Ehre finden werde. Was Hegel in diesen Sätzen vollmundig behauptet, besaß allerdings in der sozialen Wirklichkeit des frühen Kapitalismus, wie wir wissen, noch keinerlei Realität. Geprägt war der Arbeitsalltag des größten Teils der Bevölkerung in den westeuropäischen Gesellschaften um 1800 entweder von beginnender, erdrückender, alles andere als frei bestimmter Fabrikarbeit, von abhängiger, der Willkür ausgesetzter Dienstleistungen in den Häusern reicher Bürger und Adelsfamilie, von durch Not gezeichneter Tagelöhnerei in der Landwirtschaft oder auch an den Rändern Europas weiterhin von Sklaverei. Die Spannung zwischen dieser schäbigen Wirklichkeit und dem Hegelschen Versprechen, von nun an sei die Erwerbsarbeit frei von Zwang und im Gegenteil Ausweis individueller Abhängigkeit und Ehre, liegt ganz offen zutage. Auf der einen Seite in der sozialen Realität Plackerei, hemmungslose Ausbeutung, Subordination und aufgenötigte Arbeitsverträge. Marx wird einige Jahrzehnte, ein wenig Jahrzehnte später von wiederauferstandener Sklaverei sprechen, dabei die tatsächlich noch bestehende Sklaverei verkennend. Auf der anderen Seite das neue moderne Ideal der freien, selbstbestimmten und einen gesicherten Status verbürgenden Arbeit. Es ist der damit angedeutete Widerspruch zwischen sozialer Realität und normativer Idee, zwischen Faktizität und Geltung, der uns in den nächsten 3 Vorlesungen beschäftigen wird. Mich interessiert, wie das Ideal der freien, nicht mehr aufgenötigten Arbeit in normativer Hinsicht verstanden werden sollte, das ist Punkt 1 heute, wie es darum in der gegenwärtigen Arbeitswelt faktisch bestellt ist, Punkt 2 morgen, und was getan werden kann,
um den eklatanten Widerspruch zu verringern. Punkt 3, Freitag bei Hitze. In der heutigen Vorlesung werde ich mich der ersten Frage zuwenden und also zu klären versuchen, welche Deutung wir der mit der modernen Gesellschaft entstandenen Idee der freien, statusverbürgenden Arbeit sinnvollerweise verleihen sollten, um sie als Maßstab einer Kritik an den gegenwärtigen Arbeitsverhältnissen verwenden zu können. Das bereits ist keine leichte Aufgabe, weil schon seit langem eine ganze Reihe von konkurrierenden Vorstellungen darüber existieren, wie sich das Gute oder das Wertvolle an der gesellschaftlichen Arbeit angemessen ausbuchstabieren lässt. So vielfältig die Möglichkeiten sind, in der Arbeit über ihren bedürfnisbefriedigenden und unterhaltssichernden Aspekt hinaus ein Gut für das Individuum oder ein Gutes für das Individuum oder die Gesellschaft zu sehen, so breit gestreut sind auch die Traditionen, die mit Vorschlägen aufwarten, wie die gegebenen Arbeitsbedingungen verbessert, umgestaltet, ja revolutioniert werden könnten. Beginnen werde ich diesen ersten Teil meiner Ausführung daher mit dem Versuch, drei moderne Denkströmungen anhand des Kriteriums zu unterscheiden, was sie jeweils an der gesellschaftlichen Arbeit für wertvoll halten und wie sie dementsprechend deren gegenwärtige Einrichtung geändert sehen wollen. Diesen ersten Teil meiner Vorlesung werde ich mit einem Vergleich zwischen den Vor- und Nachteilen der drei Traditionen beschließen, um diejenige zu kennzeichnen, die ich für die angemessen halte. Darin wird bei Autoren wie Hegel, Durkheim und einigen Anhängern des Sozialismus die Arbeit oder besser die Arbeitsteilung dann als ein kontributives oder konstitutives Gut für die demokratische Partizipation begriffen, wenn die Arbeitsverhältnisse gut, gerecht und transparent organisiert sind. Im zweiten Schritt der heutigen Vorlesung will ich dann den systematischen Versuch unternehmen, den normativen Gesichtspunkt zu rechtfertigen, unter dem ich mich in meinen weiteren Ausführungen mit der Gegenwart und Zukunft der gesellschaftlichen Arbeit beschäftigen möchte. Hier wird dann hoffentlich verständlich werden, worum sich meine gesamten weiteren Ausführungen um das notwendige Ergänzungsverhältnis von fairer Arbeitsteilung und sozialer Demokratie drehen werden. Also ich beginne, die heutige Vorlesung hat zwei Schritte, ich beginne mit dem ersten Schritt natürlich, drei Ideale der gesellschaftlichen Arbeit. Vor der großen Umbruchphase der Jahrzehnte zwischen 1750 und 1850 dürfte es Visionen gelingender Arbeitsverhältnisse nur in ganz geringem Umfang überhaupt gegeben haben. Man wird in den Schriften der vormodernen Klassiker kaum Betrachtungen darüber finden, wie die Qualität der täglich zu leistenden Verrichtungen im Handwerk, im Haushalt oder in der Landwirtschaft angehoben oder auch nur leicht verbessert werden könnte. Dieser Mangel an utopischer Vorstellungskraft mit Blick auf die Arbeit hing mit ihrer allgemeinen Geringschätzung in den Zeiten vor der europäischen Moderne zusammen. Bekanntlich wurden von der Antike bis ins christliche Mittelalter hinein alle Tätigkeiten, die als Arbeit gelten konnten, so stark mit schierer Notwendigkeit, demütigender Anstrengung und niedrigem sozialen Status assoziiert, dass eine Kritik daran ebenso unmöglich schien, die Vorstellung einer gezielten Verbesserung der sie regulierenden Bedingungen. Ja, es gab, wie Moses Finlay, der Althistoriker, berichtet hat, und ich zitiere, weder im Griechischen noch im Lateinischen überhaupt nur ein Wort, mit dem man die allgemeine Bedeutung von Arbeit oder die Vorstellung von Arbeit als einer anerkannten sozialen Funktion hätte ausdrücken können. Als sich dann aber diese abwertende Haltung im Gefolge der protestantischen Arbeitsethik, der bürgerlichen Emanzipation und der rechtlichen Durchsetzung der sogenannten freien Arbeit zu wandeln begann und der von Hegel artikulierten Idee wich, Arbeit sei ein Ausweis von individueller Selbstständigkeit, sozialer Geltung und ehrenhaftem Tun, entstanden alsbald in ganz Europa mit der Kritik an den existierenden Arbeitsverhältnissen auch Idealbilder einer vollkommen veränderten Arbeitswelt. Erst jetzt, nachdem die Arbeit in dem Sinn frei geworden war, dass sie nicht länger wie im Feudalismus als abhängig von persönlicher Bevormundung und standesbedingter Zuweisung galt, wurde sie auch frei dazu, mit Wünschen und Hoffnungen auf ein besser und angenehmer,
auf ein Mehr an Gerechtigkeit oder ein eher unserer Natur entsprechendes, kurz mit normativen Vorstellungen einer befreiten Arbeit belegt zu werden. Angefeuert wurden solche Visionen einer besseren Zukunft der Arbeit von zeitbedingten Idealbildern bestimmter Tätigkeitsweisen, in denen man glaubte, die Umrisse eines wirklich freien, ungezwungenen und sogar lustvollen Tätigseins entdecken zu können. Das konnte das eine Mal die handwerkliche Produktion mit ihren ganzheitlich überblickbaren Handlungsvollzügen sein, das andere Mal die zwanglose Kooperation in kleinen Gemeinschaften und wieder ein anderes Mal die kreative Arbeit des Künstlers, der seine Absichten im entstehenden Werk allmählich Gestalt annehmen sieht. Ich will im Folgenden drei solche Ideale der gesellschaftlichen Arbeit kurz mit Blick darauf vorstellen, mit welchen Argumenten das ihnen zugrunde liegende Leitbild jeweils normativ gerechtfertigt worden ist. Dieser Schritt soll einen Überblick über die normativen Möglichkeiten liefern, die uns heute bei einer Kritik der gegenwärtigen Arbeitsverhältnisse zur Verfügung stehen. Die erste der drei Strömungen, die unterschieden werden sollen, entstand schon bald nach der Französischen Revolution und daher etwa zeitgleich mit der Hegelschen Rechtsphilosophie. Bereits einige Vertreter des Frühsozialismus beginnen damit, die Arbeitsbedingungen in den von kapitalistischen Privateigentümern betriebenen Fabriken nicht nur deswegen zu kritisieren, weil sie die Arbeitenden bis zur vollkommenen Erschöpfung ausnutzen, ihnen keinerlei Sicherheit bieten und sie der härtesten Disziplin unterwerfen. All das steht vielmehr zurück hinter dem Vorwurf, unter dem neuen Arbeitsregime werde den Arbeitenden jede Möglichkeit genommen, das, was sie tun, noch als ihr eigenes, als Ausfluss der ihnen gehörenden Persönlichkeit zu erfahren. Der junge Karl Marx greift dieses Motiv in seinen ökonomisch-philosophischen Manuskripten auf, um es unter Aufnahme hegelscher Gedanken in seiner Lehre von der entfremdeten Arbeit stilbildend zu verdichten. Danach ist das eigentlich Skandalöse an den kapitalistischen Produktionsverhältnissen, dass die Arbeit als eine individuell zurechenbare Ware behandelt werden muss, in welcher der sie Produzierende nicht mehr eine produktive Betätigung seiner eigenen Kräfte und Fähigkeiten zu erkennen vermag. Diese Vorstellung stößt nicht nur schnell auf großen Widerhall in der sich formierenden Arbeiterbewegung, sondern beeinflusst alsbald auch auf Umwegen die britische Arts and Crafts Bewegung und andere lebensreformerische Strömungen. Mit der Zeit ist daher der Gedanke, die kapitalistische Wirtschaftsform entfremde die Arbeit und lasse sie zu etwas den Arbeitenden Äußerliches und Dingliches werden, zu einem generellen Leitmotiv der Kritik an den existierenden Arbeitsverhältnissen geworden. Ihr Vorbild bezog dieses erste Paradigma der nicht entfremdeten Arbeit zu Beginn fast immer aus dem vorindustriellen Anschauungsmodell des handwerklichen, individuell durchgängig überblickbaren, ganzheitlichen Schaffens. Als wirklich entfremdungslos und ungezwungen galt die Arbeit hier nur dann, wenn der Ausführende dazu in der Lage sein würde, im fertiggestellten Produkt das zu einem äußeren Gegenstand gewordene Resultat seiner eigenen Vorsätze und Fähigkeiten zu erblicken. Über die Jahrzehnte hinweg verblasste dieser empirische Hintergrund freilich immer stärker und es blieb von der normativen Idee im Wesentlichen nur die Vorstellung übrig, die Arbeit müsse irgendwie sinnerfüllt und befriedigend sein. Zugleich wandelte sich im Zuge der Zeit auch die normative Rechtfertigung, mit welcher der Anspruch eines jeden oder einer jeder auf eine derartige nicht entfremdete Arbeit begründet wurde. Während für Marx noch galt, dass nur ein solches Arbeiten der menschlichen Natur entspreche und daher entfremdungslos sei, das im tätigen Entäußern der eigenen Gattungskräfte bestünde, so wird auf diese anthropologische Fundierung heute meistens verzichtet, sodass es heißt, sinnvoll sei die Arbeit allein dann, wenn sie die Ausübung einiger für den Menschen charakteristischen Fähigkeiten erlaube. Beide Varianten dieses ersten Paradigmas aber stimmen trotz solcher Differenzen darin überein, dass das Wertvolle an der Arbeit zunächst und vor allem in ihrem Vollzug selbst liegt, weil darin etwas objektiv Gutes realisiert werde.
Egal, welche sonstigen externen Zwecke auch immer durch das Arbeiten erzielt werden, primär stellt diese Tätigkeit aus der Sicht des ersten Ideals ein intrinsisches Gut dar, da wir sie um ihre eigenen objektiven Vorzüge willen, ihres unserer Fähigkeiten verwirklichenden oder vergegenständigen Charakters willen ausüben sollten. Damit ist das Spezifische des ersten Paradigmas allerdings noch nicht vollständig erfasst, weil die Annahme hinzukommt, dass die Realisierung des intrinsischen Gutes der Arbeit dem individuellen Subjekt allein obliegt. Jedes Individuum soll je für sich dazu in der Lage sein, selbstzweckhaft tätig zu sein. Ich bin hier ab und zu mit Ameisen beschäftigt. Das ist ein Nebeneffekt der Freilichtbühne. Damit ist das Spezifische des ersten Paradigmas allerdings noch nicht vollständig erfasst, weil die Annahme hinzukommt, dass die Realisierung des intrinsischen Guts der Arbeit dem individuellen Subjekt allein obliegt. Jedes Individuum soll je für sich dazu in der Lage sein, selbstzweckhaft tätig zu sein, sodass die soziale Organisation der Arbeit dem Rechnung tragen sollte. Diese Betonung der individuellen Erreichbarkeit des intrinsischen Guts der Arbeit ist wichtig, weil darin der Unterschied zwischen dem ersten und dem zweiten Paradigma besteht. Ich komme zum zweiten Paradigma. Auch das zweite Paradigma geht davon aus, dass die Arbeit ein intrinsisches Gut repräsentiert, also um ihrer selbst willen etwas Gutes darstellt. Nur dass jetzt dieser Vollzug allein im Kollektiv oder im sozialen Miteinander möglich sein soll. Wie schon im ersten Fall finden sich auch nun wieder die ersten Verfechter einer solchen Auffassung zunächst in den Reihen der Frühsozialisten. Man beklagt, dass die Fabrikarbeit in den aus dem Boden schießenden Privatunternehmen die Werktätigen zunehmend isolierten und sie damit der Möglichkeit zum kooperativen Handeln beraubten. Das Stichwort, unter dem diese Tendenzen einer wachsenden Vereinzelung der Arbeit und der Arbeitenden zunächst erfasst werden, ist das der Konkurrenz, das auf die Verhältnisse sowohl außerhalb als auch innerhalb der Betriebe angewendet wird. Außerhalb, auf dem Arbeitsmarkt, müssen die Werktätigen um den Zugang zu möglichst ertragreichen Arbeitsplätzen konkurrieren. Innerhalb, an der Werkbank oder am Fließband, müssen sie gegeneinander wetteifern, um sich vor der Betriebsleitung zu bewähren. Der entscheidende Grund dafür, warum diese Entwicklung überhaupt als problematisch angesehen werden müssen, taucht dann allerdings ebenfalls erst wieder bei Karl Marx auf. In dessen ökonomisch-philosophischen Manuskripten heißt es nämlich von der menschlichen Arbeit nicht nur, dass sie von Haus aus eine ungezwungene Vergegenständlichung der eigenen Kräfte und Fähigkeiten darstelle, sondern auch, dass diese ihrem ganzen Wesen nach auf eine Kooperation unter dem Menschen angelegt sei. Ich gehe nicht darauf ein, und das ist eine schwierige Frage, wie sich diese beiden Ideale bei Marx, beim frühen Marx eigentlich zueinander verhalten. Es ist, finde ich, nicht ganz leicht zu durchschauen. Die daraus hervorgehende Vorstellung, Arbeit sei nur dort wirklich als objektiv wertvoll zu betrachten, wo sie im gemeinschaftlichen, kooperativen Handeln bestehe, dringt, wie schon das erste Ideal, schnell in das Protestvokabular der Arbeiterbewegung ein und trägt hier alsbald zur Entstehung der Bewegung des Solidarismus und des Syndikalismus bei. Die kapitalistischen Arbeitsverhältnisse werden in diesen Strömungen vornehmlich unter dem Gesichtspunkt kritisiert, dass sie aufgrund ihrer Vereinzelung und Zerstückelung des Arbeitsprozesses die spontane Neigung der Arbeitenden unterdrücken, sich zusammenzutun, um instrumentelle Aufgaben im Miteinander zu lösen und dabei auf die überlegene Intelligenz der solidarischen Gruppe zu vertrauen. In der gewerkschaftlichen Praxis des letzten Jahrhunderts, 20. mildert sich dann allerdings das Leitmotiv der natürlichen Bevorzugung von Kooperation und gemeinschaftlichem Handeln allmählich zu der Vorstellung herab, die Gruppenarbeit sei sowohl aus psychologischen wie auch aus technischen Gründen der vereinzelten Tätigkeit vorzuziehen. Das ist das Ideal der Gruppenarbeit, das in etwa in den 1920er Jahren entsteht, innerhalb der Gewerkschaften. Es bleibt aber bei der normativen Begründung für dieses Ideal, nach der die Arbeit ein intrinsisches Gut bildet, weil sie eine einzigartige Form der ungezwungenen Kooperation ermöglicht.
warum das so sein soll, warum also die Zusammenarbeit mit anderen ein Selbstzweck sein soll, wird je nach historischen Umständen und theoretischen Erkenntnis das eine Mal wieder mit Bezug auf die menschliche Natur gerechtfertigt, die sich erst im gemeinsamen Problemlösen und wechselseitigen Ergänzen angemessen verwirklichen könne, das andere Mal mit Verweis auf die psychologische These begründet, dass die Einbindung in die tätige Gruppe objektiv Befriedigung verschaffe und eine intersubjektiv vermittelte Selbstverwirklichung erlaube. Als wirklich gut und zufriedenstellend organisiert gilt die Arbeit hier daher nur dann, wenn sie im ungezwungenen Mit- und Füreinander um ihrer selbst willen verrichtet werden kann. Dritte Paradigma. Der größte Unterschied des dritten Paradigmas gegenüber den beiden ersten ergibt sich daraus, dass die Arbeit nun nicht länger als ein intrinsisches Gut verstanden werden soll. Als der Zweck, dem die Arbeit stattdessen nur mittelbar dienlich sein kann und um dessen Willen sie also ein nur kontributives, also zuträgliches Gut darstellt, gilt in dieser letzten von mir unterschiedenen Tradition die politische Willensbildung aller Bürgerinnen und Bürger eines Gemeinwesens. Es ist der intrinsische Wert einer möglichst vollständigen und wirksamen Einbeziehung aller Gesellschaftsmitglieder in die Praktiken der demokratischen Selbstbestimmung, in Hinblick auf den diese dritte Tradition die Frage zu beantworten versucht, in welcher Weise die gesellschaftliche Arbeit organisiert sein sollte. Bedenken dahingehend, dass die fortschreitende Mechanisierung und Zerstückelung der Arbeit dem kommunikativen Klima in einem Gemeinwesen schaden könnten, setzen überraschenderweise schon mit Adam Smith ein. In seinem The Wealth of Nations äußerte er ganz am Rande die Befürchtung, dass die fortschreitende Zerstückelung der Arbeitsgänge zu einer seelischen und geistigen Verarmung der Werktätigen führen könnte, deren langfristige Folge dann eine wachsende Unfähigkeit zur Teilnahme am sozialen Leben sein müsste. Diese periphere Beobachtung von Smith wird knapp 50 Jahre später zum Schlüssel von Hegels Analyse der modernen Marktwirtschaft. Dieser geht in dem dieser Sphäre gewidmeten Kapitel seiner Rechtsphilosophie davon aus, dass die arbeitenden Stände nur dann zu einem allgemeinen Leben, damit eine aktiven Teilnahme am vernünftigen Ganzen der Gesellschaft in der Lage sein würden, wenn ihre beruflichen Tätigkeiten hinreichend komplex, genügend abgesichert und zudem in branchenspezifischen, das jeweilige Berufsethos zelebrierenden Kooperationen aufgehoben seien. Damit ist das Leitmotiv des dritten Paradigmas einer Kritik der Arbeitsverhältnisse gesetzt. Die arbeitsteilig aufeinanderbezogenen Verrichtungen der Masse der Bevölkerung müssen der normativen Auflage genügen können, alle Beschäftigten mit dem Maß an Selbstvertrauen, Wissen und Ehrgefühl auszustatten, das erforderlich ist, um ohne Scham und ohne Angst an der gesamtgesellschaftlichen Meinungsbildung teilnehmen zu können. Nach Hegel wird die damit umrissene Vorstellung zum Grundstein einer ganzen, allerdings eher untergründig wirkenden Tradition. In Frankreich wird sie durch Durkheims Solidarismus und dessen Anhänger begründet, auf der britischen Insel durch den Zunftsozialismus eines G.D.H. Cole, der von Oxford aus Einfluss auf die englische Arbeiterbewegung nimmt. Beide Flügel eint der Gedanke, dass eine lebendige Demokratie an die Voraussetzung einer fairen, inklusiven und ständig bewusst gehaltenen Arbeitsteilung gebunden ist. Dieses Letzte, das mittels verschiedener Vorkehrungen ein gemeinsames Bewusstsein für die wechselseitigen Abhängigkeiten in der Arbeitsteilung wachgehalten wird, ist beiden Strängen der Bewegung besonders wichtig, weil nur dadurch ein Geist des demokratischen Miteinanders kultiviert werden kann. Das normative Argument, mit dem in dieser Tradition das notwendige Ergänzungsverhältnis von Demokratie und fairer Arbeitsteilung gerechtfertigt wird, findet sich der Sache nach bereits bei Hegel. Nur wer über einen anerkennungswürdigen und sozial auch tatsächlich anerkannten Beruf verfügt, wird die kognitiven Fähigkeiten und das psychische Selbstvertrauen besitzen können, sich an der gesellschaftlichen Willensbildung so wirksam zu beteiligen, wie es die Idee einer aktiven Bürgerschaft verlangt. Insofern sind es die Einbeziehung in das soziale Leben
oder eben die demokratische Willensbildung, diesen, die in diesem dritten Paradigma als der Zweck begriffen wird, um dessen Willen die gesellschaftliche Arbeit gut und fair eingerichtet sein sollten. Als angemessen organisiert gelten hier die gesellschaftlich geforderten Arbeiten nur dann, wenn sie es jedem Beschäftigten ermöglichen, ungezwungen am demokratischen Leben der Gesellschaft mitzuwirken. Damit sind die drei wichtigsten Varianten einer normativen Kritik an den Arbeitsverhältnissen im Kapitalismus umrissen. Inzwischen habe ich gelernt durch die vielen Diskussionen, die wir hatten, dass ich eine vierte noch nennen sollte, aber die lasse ich hier raus. Das würde mich im Augenblick überfordern, die jetzt auch noch ins Spiel zu bringen und sie zeitlich auch enorm strapazieren. Je nachdem, ob die gesellschaftliche Arbeit als ein intrinsisches oder als ein anderen Zwecken dienendes Gut verstanden werden soll, wird an den existierenden Arbeitsverhältnissen entweder kritisiert, dass sie dem Menschen keine Möglichkeit zu sinnvollen, objektiv als befriedigend erlebbaren Tätigkeiten gewähren, dass sie dem menschlichen Verlangen nach ungezwungener Kooperation keinen Raum geben oder dass sie schließlich den Arbeitenden nicht genügend Voraussetzungen zur gleichberechtigten Mitwirkung an der demokratischen Willensbildung bieten. Jeder der drei Alternativen bringt neben einigen Vorzügen auch eine Reihe von Nachteilen gegenüber den jeweils anderen mit sich, die hier kurz diskutiert werden sollen, um damit den Weg zu der folgenden Beschäftigung mit den heute herrschenden Arbeitsbedingungen zu bahnen. Den Anfang bei dieser kritischen Sichtung soll entsprechend der vorangegangenen Reihung, die auf Marx zurückgehende Vorstellung machen, wir würden uns nur dann nicht entfremdet auf unsere arbeitende Tätigkeit beziehen können, wenn wir sie als Ausdruck oder Abbild unserer eigenen selbstbestimmten Persönlichkeit oder unserer menschlichen Fähigkeiten zu verstehen in der Lage wäre. Schon die damit gewählte Formulierung enthält freilich eine Abschwächung gegenüber den Ideen von Marx, weil dieser sich die nicht entfremdete Arbeit, bekanntlich ja noch nach dem Vorbild des Handwerks oder des Kunstschaffens, als Vergegenständlichung eigener Absichten im selbstgefertigten Produkt vorgestellt hatte. Sobald aber in der auf ihn zurückgehenden Tradition realisiert wurde, dass damit alle Tätigkeiten aus der Betrachtung herausfallen würden, die nicht in der Fertigstellung eines Gegenstandes münden, wie etwa die meisten Dienstleistungen oder auf dem Land die Viehzucht, begann man damit, nach einer umfassenderen, weniger exklusiven Ausdrucksweise für das Entfremdungskonzept zu suchen. Inzwischen scheint die bevorzugte Lösung die zu sein, als nicht entfremdet eine Arbeit zu verstehen, in der die spezifisch menschlichen Fähigkeiten wiedergespiegelt oder ausgedrückt, nicht aber unbedingt verkörpert oder vergegenständlicht werden. Also man rückt ab von dieser Produktvorstellung. Ja? Die Produktvorstellung passt überhaupt nicht zu den Dienstleistungen, in denen eben kein Produkt erzeugt wird, sondern Dienste geleistet werden. Darauf komme ich noch ausführlicher zu sprechen. Am morgigen Tag. Allerdings haften auch diesem abgemilderten Modell noch zwei Schwierigkeiten an, die es fragwürdig erscheinen lassen, ob es für eine plausible Kritik der heute existierenden Arbeitsverhältnisse tatsächlich geeignet ist. Als problematisch bringt daran die Tendenz zu einer gewissen Überhöhung der Plastizität und Veränderbarkeit der gesellschaftlich erforderlichen Arbeitstätigkeiten ins Auge. Ohne genauere Prüfung wird unterstellt, alle Verrichtungen, die für die soziale Reproduktion nach gegenwärtigem Stand unverzichtbar sind, ließen sich derart nach Belieben umgestalten, dass sie über kurz oder lang als in sich wertvolle, nur um ihren eigenen Vollzugs willen ausgeübte Tätigkeiten empfunden werden können. Rein für sich genommen stellt die ethische Orientierung am Ideal einer selbstzweckhaften Praxis natürlich gar kein Problem dar. Wir können selbstverständlich arbeitende Tätigkeiten für intrinsisch umso wertvoller halten, je mehr Raum sie der Ausübung von typisch menschlichen Fähigkeiten bieten. Aber mit der Übertragung dieses Maßstabs auf das gesamte Feld der gesellschaftlich organisierten Arbeit
entstehen sofort Probleme, weil vollkommen unberücksichtigt bleibt, dass hier viele Verrichtungen erforderlich sind, die sich dem Wunsch nach objektiver Sinnerfüllung, nicht nach subjektiver, objektiver Sinnerfüllung und Ausdruckshaftigkeit hartnäckig widersetzen. Wie will man, um nur einige Beispiele aus dem Bereich der qualifizierten Berufe zu nennen, von den Tätigkeiten der Baustoffprüferin, des Fahrzeuglackierers oder der Textilreinigerin behaupten, sie sollten selbstzweckhaften Charakter annehmen, wenn doch gar nicht abzusehen ist, wie sie sich je so gestalten ließen, dass sie einmal als Ausdruck oder Realisierung von typisch menschlichen Fähigkeiten erlebt werden können. Nicht, dass ich missverstanden werde. Natürlich sind alle diese Arbeiten in einer Reihe von Hinsichten wertvoll, ja äußerst wertvoll. Aber sie sind wertvoll für viele andere Zwecke als den, der in ihrem Vollzug selbst liegt. Das erste Problem der Vorstellung, die Arbeit habe frei von jeglicher Entfremdung in dem Sinn zu sein, dass sie sinnerfüllt ist oder unsere typisch menschlichen Fähigkeiten widerspiegelt, ist daher die Tendenz zur Idealisierung oder Überverallgemeinerung. Im Ausgang von einigen Arbeitstätigkeiten, die vielleicht anschauliche Beispiele für ein sinnerfülltes Tätigsein liefern mögen, wird von allen gesellschaftlich notwendigen Arbeiten gefordert, sie sollten in derselben Weise dem Maßstab des Selbstzweckhaften genügen. Ohne dass weiter geprüft wird, ob und wie das angesichts der Aufgabe und Struktur der Tätigkeit überhaupt möglich sein soll. Dieser Hang zur Beschönigung der tatsächlichen Arbeitsanforderungen ist allerdings nicht das einzige Problem des ersten Ideals eines befreiten und zwanglosen Arbeitens. Ein zweites Problem ergibt sich aus dem starken Individualismus der Vorstellung, die Arbeit soll in Zukunft von aller Entfremdung entbunden sein. Weil für in sich wertvoll an der Arbeit nur gehalten wird, was dem ethischen Wohl der einzelnen Arbeitenden zugutekommt, indem sie ihrer Selbstverwirklichung oder ihrer persönlichen Vervollkommnung dient, wird von deren Folgen für das soziale Leben im Ganzen vollkommen abgesehen. Ob die herrschenden Arbeitsbedingungen auch deswegen kritisierbar sein könnten, weil sie das Familienleben, das bürgerschaftliche Engagement oder die Teilnahme am öffentlichen Meinungsaustausch bedrohen, scheint für dieses erste Paradigma keinerlei Rolle zu spielen. Eine Neigung zur Idealisierung und das Haften am individuellen Wohlergehen stellen daher die Krux des ersten Paradigmas einer Verbesserung unserer Arbeitsverhältnisse dar. Von einem dieser beiden Mängel ist das zweite Paradigma nun aber auch nicht ganz frei. Absurd wäre es sicherlich, dem Ideal der Kooperation vorzuhalten, es mache sich eines problematischen Individualismus schuldig. Denn der intrinsische Wert der Arbeit wird hier ja gerade darin gesehen, die psychischen Wohltaten und die intellektuellen Vorzüge des Miteinanderhandelns erleben zu können. Wird dieser ethische Maßstab an die existierenden Arbeitsverhältnisse angelegt, so rückt dann mit den automatisch in den Blick, welche negativen Wirkungen sie auf die Bildung sozialer Gruppen und damit auf den gesellschaftlichen Zusammenhalt im Ganzen ausüben können. Ein problematischer Hang, allein das Wohl des einzelnen Individuums in Augenschein zu nehmen, ist daher dem zweiten Ansatz gewiss nicht vorzuwerfen. Anders ist es um den zweiten Vorwurf bestellt, der zuvor gegen das Paradigma der nicht entfremdeten, sinnerfüllten Arbeit erhoben wurde. Auch die ethische Idee der Kooperation unterliegt nämlich der Tendenz, die Wandelbarkeit der gesellschaftlichen Arbeit maßlos zu überschätzen, wenn sie für alle Tätigkeiten in der sozialen Arbeitsteilung unterstellt, sie ließen sich prinzipiell auch in Form eines kooperativen Zusammenwirkens gestalten oder ausüben. Gewiss in einem höherstufigen Sinn besitzen alle notwendigen Verrichtungen in einer Gesellschaft einen kooperativen Charakter, weil sie in mehr oder weniger transparente Weise arbeitsteilig miteinander verknüpft sind. Aber das bedeutet eben nicht, dass die einzelnen Tätigkeiten selber in Zukunft einmal stets nur durch Gruppen verrichtet werden könnten. Ich muss wahrscheinlich erst gar nicht anschauliche Beispiele anführen, um zu belegen, dass viele auf absehbare Zeit kaum ersetzbare Arbeitsvollzüge es ihrer ganzen Verfassung und Anlage nach gar nicht erlauben, in mehrere Hände gelegt
oder auf mehrere Personen verteilt zu werden. Die Arbeit in der isolierten Fahrerkabine eines Hochgeschwindigkeitszuges oder am einsamen Schaltpult einer Steuerungsanlage legen ein beredtes Zeugnis ab von dieser Unaufhebbarkeit des separierten Tätigseins in vielen Berufszweigen. So wünschenswert es daher auch wäre, und das betone ich, so wünschenswert es wäre, und so sehr es vielleicht auch einem alten Menschheitstraum entsprechen würde, nur noch Gruppen mit komplementär aufeinander abgestimmten Aufgaben, nur noch in Gruppen mit komplementär aufeinander abgestimmten Aufgaben zu arbeiten, so wenig realisierbar scheint diese Hoffnung doch bis auf Weiteres zu sein. Das ethische Ideal der Kooperation, welches das Arbeiten im gemeinsamen Rhythmus und bei sich ergänzenden Aufgaben für eine selbstzweckhafte Tätigkeit hält, scheitert wie die Vision von der nicht entfremdeten Arbeit an überspannten Erwartungen. Die Vorstellung, alle Verrichtungen der gesellschaftlichen Arbeitsteilung könnten einmal nur noch um ihrer selbst willen ausgeführt werden, rechnet nicht mit der Persistenz von Aufgaben und Anforderungen, die erfüllt werden müssen, ohne irgendeinen intrinsischen Wert zu besitzen. Will man wissen, wie auch solche ohne jeglichen inneren Anreiz daherkommenden und wahrscheinlich die Mehrheit ausmachenden Tätigkeit in Zukunft verbessert oder erleichtert, erweitert oder demokratisiert werden könnten, so ist man daher bei den ersten beiden Paradigmen schlecht beraten. Das verhält sich sehr anders bei dem dritten von mir zuvor kurz dargestellten Paradigma. Dieses will, wie gesagt, die gesellschaftliche Arbeit nicht als ein intrinsisches Gut verstanden wissen, sondern als eine soziale Notwendigkeit, die aber dem Zweck dienlich gemacht werden sollte, die Chancen für eine gleichberechtigte Teilnahme an der demokratischen Willensbildung nachhaltig zu erhöhen. Damit entsteht hier nicht das Problem, insgeheim von solchen Arbeiten und Verrichtungen absehen zu müssen, die keinerlei Aussicht darauf besitzen, jemals nur um ihrer selbst willen ausgeübt zu werden. Vielmehr hat dieser Ansatz alle Tätigkeitsfelder, ungeachtet ihrer Qualität, Struktur und Aufgabe, darauf hin zu prüfen, ob und wie sie verändert werden müssten, damit alle Beschäftigten von ihrem Recht auf demokratische Mitwirkung auch wirksam Gebrauch machen können. Der Fehler, den die beiden ersten Paradigmen begangen haben, wird bei einer solchen Sichtweise mithin nicht wiederholt. Weil die Arbeit als eine Tätigkeit verstanden wird, die nicht um ihres eigenen Vollzugs willen, sondern nur um eines anderen Zweckes willen als wertvoll gelten soll, in diesem Fall nämlich der demokratischen Praxis, entsteht erst gar nicht das Problem, dass all die arbeitenden Verrichtungen nicht berücksichtigt werden könnten, bei denen nicht einmal vorstellbar ist, wie sie dem hohen Standard der Selbstzweckhaftigkeit jemals genügen könnten. Der Vorzug des dritten Paradigma liegt, so gesehen, zunächst in seinem ethisch sparsamen Arbeitsbegriff. Die gesellschaftliche Arbeit wird normativ nicht mit zu starken Hoffnungen versehen. Es wird nicht erwartet, sie könne in all ihren verschiedenen Ausprägungen und Gestalten einmal objektiv sinnerfüllend oder nur in kooperativer Ergänzung von der Hand gehen. Stattdessen wird gefragt, wie sie verändert werden müsste, um die Beschäftigten besser als bisher an den demokratischen Prozeduren teilnehmen zu lassen. In negativer Form hat Hegel die wechselseitige Abhängigkeit, die damit zwischen demokratischer Teilhabe und Arbeitsbedingungen behauptet wird, an einer eher unscheinbaren Stelle seiner Rechtsphilosophie wunderbar deutlich gemacht. Nun kommt noch einmal kurz Hegel. Vermehrt sich, so sagt Hegel, ich zitiere, die Vereinzelung und Beschränktheit der besonderen Arbeit und damit die Abhängigkeit und Not der an diese Arbeit gebundenen Klasse, so ergäbe sich daraus die Unfähigkeit der Empfindung und des Genusses der weiteren Freiheiten und besonders der geistigen Vorteile der bürgerlichen Gesellschaft. Hier ist es nicht einfach die Höhe des Einkommens oder des Vermögens, sondern die Qualität des Arbeitsplatzes, die über die Chancen zur Mitwirkung am sozialen Leben entscheidet. Die Möglichkeit, die liberalen Freiheiten und kulturellen Segnungen der modernen Gesellschaften tatsächlich in Anspruch zu nehmen, wird von der Verfügung über eine hinreichend gute Beschäftigung in der gesellschaftlichen Arbeitsteilung abhängig gemacht.
Dieser Gedanke ist es, der das dritte von mir unterschiedene Paradigma gegenüber den beiden zuerst genannten aus meiner Sicht überlegen sein lässt. Weil nicht von einem Ideal der Arbeit selbst, sondern nur von einem außer ihr liegenden Ideal ausgegangen wird, dem der demokratischen Mitwirkung und Partizipation, kann hier mit der graduellen Vorstellung operiert werden, alle erforderlichen Verrichtungen so gut wie angesichts ihres Tätigkeitsprofils nur eben möglich, dem externen Ideal der Demokratie anzunähern. Die liberale Auffassung, nach der die Gesellschaftsmitglieder erst an der Wahlurne zu politischen Bürgerinnen und Bürgern werden, ist der damit umrissenen Auffassung zutiefst suspekt. Dagegen wendet man ein, dass nur hinreichend vernetzte, entscheidungsbefugte und komplexe Berufstätigkeiten die Erwartung gerechtfertigt sein lassen, man könne sich aktiv informiert und couragiert am demokratischen Prozess beteiligen. Im zweiten Schritt, kürzeren Schritt meiner heutigen Vorlesung, will ich diesen Grundsatz in einem ersten Anlauf zu rechtfertigen versuchen. Also zweiter Schritt ist jetzt einige systematische Argumente, die begründen sollen, warum dieses dritte Paradigma, das also gute Arbeitsverhältnisse als eine notwendige Voraussetzung für demokratische Partizipation ansieht, warum das begründet ist oder aus meiner Sicht begründet werden kann. Nur indirekt, durch den Verweis auf einige Autoren, habe ich zuvor angedeutet, dass es tatsächlich die Verfassung der gesellschaftlichen Organisation der Arbeit ist, die in starkem Maße darüber entscheidet, ob und wie die Gesellschaftsmitglieder in die demokratische Willensbildung einbezogen sind. Im Folgenden will ich die verschiedenen Dimensionen, in denen die Bereitschaft und die Disposition zur Teilnahme an solchen Praktiken ganz elementar durch das Profil der jeweiligen Arbeitstätigkeiten bestimmt sind, in vier Kategorien unterteilen. Es soll sich zeigen, dass in ökonomischer, zeitlicher, psychologischer und sozialer Hinsicht die Position in der gesellschaftlichen Arbeitsteilung maßgeblich darüber entscheidet, wie hoch die Chancen zur Teilnahme an der öffentlichen Willensbildung tatsächlich sind. Jeder dieser vier Dimensionen verweist auf Qualifikationen und Ressourcen, über die in einem bestimmten Mindestmaß überhaupt zu verfügen, für den Zweck der politischen Beteiligung weitaus wichtiger ist, als dass man davon mehr oder weniger besitzt. Insofern verweisen sie indirekt auf qualitative Schwellenwerte, unterhalb derer es nahezu ausgeschlossen ist, autonom an der demokratischen Willensbildung teilzunehmen. Die folgende Auflistung sollte als eine Art von Heuristik für empirische Untersuchungen verstanden werden, die für die jeweiligen Hinsichten die konkreten Belege erst noch genauer zu liefern hätten. Ich beginne mit der Dimension, die ich wirtschaftlich genannt habe. Die Mitwirkung an den politischen Debatten in der demokratischen Öffentlichkeit setzt zunächst wirtschaftliche Unabhängigkeit voraus. Jeder, der seinen Lebensunterhalt den der eigenen Kontrolle entzogenen Entscheidungen anderer verdankt, wird sich willkürlich oder unwillkürlich primär mit dem Gedanken beschäftigen müssen, wie er oder sie sich zu verhalten haben, damit der Strom der finanziellen Zuwendungen nicht abzureißen droht. Diese Präoccupation kann im eigenen Denken und Handeln einen so großen Umfang annehmen, dass für die Beschäftigung mit den politischen Fragen der öffentlichen Diskussion keinerlei Raum bleibt. Solange die Existenzsicherung an die Bedingungen der Erwerbsarbeit gebunden bleibt, ist daher die Verfügung über einen gesicherten, den eigenen Lebensunterhalt gewährleistenden Arbeitsplatz eine elementare Voraussetzung für die Teilnahme an der demokratischen Willensbildung. Garantierte Beschäftigung, ein Mindestlohn für die geleistete Arbeit und eine entsprechende Ausgleichszahlung im Fall von unvermeidlicher Arbeitslosigkeit müssten Hand in Hand gehen, soll die erforderliche Unabhängigkeit verbürgt sein. Aber damit nicht genug. Um tatsächlich wirtschaftlich unabhängig sein zu können, bedarf es auch eines gewissen Grades der Mitbestimmung hinsichtlich der Bedingungen der jeweils auszuführenden Arbeit. Bleibt dies aus,
so mangelt es den Beschäftigten schon im Vorfeld der politischen Willensbildung an Vertrauen darauf, ihr Wille besitze irgendeine Wirksamkeit im Hinblick auf Entscheidungen über die Gestaltung der sozialen Umstände. Wer nicht bereits in Unternehmen, Behörden oder Betrieben gelernt hat, dass seine Stimme bei Beschlüssen Gewicht hat, der wird auch im Zusammenhang demokratischer Deliberationen nicht die Hoffnung hegen können, seine eigene Stimme würde vernommen und bei der Urteilsfindung hinlänglich berücksichtigt. Die gängige von Hans Fallada literarisch geartete Redeweise vom kleinen Mann, heute würde man sagen, oder der kleinen Frau, mit der oder mit dem man mache, was man wolle, spiegelt exakt die Bewusstseinslage vieler abhängig Beschäftigter wider, die, weil sie ohne jedes oder nur geringes Mitspracherecht am Arbeitsplatz sind, auch keinerlei Vertrauen in die Geltungskraft ihrer politischen Überzeugung haben. Wirtschaftliche Unabhängigkeit setzt daher neben dauerhaft gesichertem Lebensunterhalt immer auch verbürgte Möglichkeit der Mitsprache über die Bedingungen der eigenen Arbeit voraus. Ich komme zur zweiten Dimension, der Zeitdimension. Jede selbst nur kleinste Aktivität innerhalb der demokratischen Öffentlichkeit setzt zweitens immer auch Zeit voraus. Das beginnt mit der Informationsbeschaffung, die notwendig ist, um sich überhaupt eine Meinung über ein fragliches Thema bilden zu können, setzt sich fort in der diskursiven Verarbeitung dieser Informationen in Austausch mit anderen und endet mit der Stellungnahme in der Öffentlichkeit, die gewöhnlich die Form eines Wortbeitrags, der Teilnahme an einer politischen Demonstration oder der Mitwirkung in einer politischen Vereinigung annimmt. Welche Zeit jemand zur Verfügung hat, um sich diesen verschiedenen Betätigungen widmen zu können, bemisst sich daran, welcher zeitliche Spielraum ihm neben der Arbeit und dem Privatleben übrig bleibt. Je länger die Dauer, welche die täglich zu erbringenden Arbeitstätigkeiten beanspruchen, desto geringer der Zeitraum, der für die verschiedenen Verrichtungen in der demokratischen Öffentlichkeit genutzt werden kann. Nun ist jedoch die Zeit, die an einem Tag für die Arbeit aufgewandt werden muss, keine objektive, quantitativ messbare Größe. Dieselben 8 Stunden können für den einen viel länger dauern als für den anderen, je nachdem, wie abwechslungsreich, herausfordernd und der eigenen Kontrolle unterstehend die jeweilige Tätigkeit ist. Eine behelfsmäßige Formel für diese qualitative Variabilität der Arbeitszeit könnte lauten, dass deren identisches Quantum sich umso länger anfühlt und daher umso anstrengender ist, je mehr Zeit für die Wiederherstellung der vormaligen Arbeitsfähigkeit aufgewendet werden muss. Wer 4 Stunden braucht, um sich von 8 Stunden Arbeit so weit zu entspannen, dass dieselbe Tätigkeit wieder aufgenommen werden kann, arbeitet dementsprechend länger als jemand, der nach derselben Arbeitszeit 4 Stunden, 8 Stunden, nur 2 Stunden für die Wiedergewinnung seiner Arbeitskraft benötigt. Dieser seltsam klingende Vorschlag zur Berechnung von etwas, das sich quantitativ gar nicht berechnen lässt, soll hier nur dem Zweck dienen, den schwer zu greifenden Umstand deutlich zu machen, dass bestimmte Arbeitstätigkeiten bei derselben Dauer zeitraubender sind als andere. Was daraus folgt, ist offensichtlich. Bei gleicher Dauer kostet eng getaktete, mental ermüdende, abwechslungsarme und jeglicher Eigenkontrolle entzogene Arbeit mehr Kraft, verbraucht insofern mehr Zeit und lässt insofern weniger Raum für Aktivitäten in der demokratischen Öffentlichkeit. Fällt der verbleibende Rest unter eine gewisse quantitativ kaum zu benennende Schwelle, so bleibt für ein derartiges Engagement in der demokratischen Öffentlichkeit keinerlei Zeit mehr übrig. Die dritte Komponente, die ich psychologisch genannt habe. Neben wirtschaftlicher Unabhängigkeit und Zeit verlangt die Teilnahme an der demokratischen Öffentlichkeit drittens auch ein gewisses Maß an Selbstachtung und Selbstwertgefühl. Ohne ein stabiles Vertrauen darauf, jetzt kommt der Anerkennungshonnet, wie das vorher hieß, ohne ein stabiles Vertrauen darauf, dass die eigenen Stellungnahmen es wert sind, öffentlich gehört zu werden, mangelt es den Bürgerinnen und Bürgern an der Courage, die es erfordert,
sich an den demokratischen Auseinandersetzungen mit eigenen Beiträgen zu beteiligen. Will man nämlich zu einem umstrittenen Thema in aller Öffentlichkeit Position beziehen, so setzt das voraus, von den eigenen Äußerungen annehmen zu können, dass sie von den anderen Teilnehmern für sinnvoll, zweckdienlich und bereichernd gehalten werden. Das Gefühl, in den Augen aller anderen Beteiligten als eine verlässliche Diskussionspartnerin zu gelten und von ihnen als eine solche anerkannt zu werden, entsteht aber nicht wie aus dem Nichts erst in den Foren der demokratischen Öffentlichkeit. Es bildet sich vielmehr in einer langen Vorgeschichte, deren Geschicke nicht zuletzt durch die Stellung im Netzwerk der gesellschaftlichen Arbeitsteilung bestimmt sind. Wer in seiner Arbeit keine soziale Anerkennung genießt, wer nicht als jemand gilt, der allgemein geschätzte Fähigkeiten beherrscht und damit einen wertvollen Beitrag erbringt, der wird auch nicht über das nötige Selbstwertgefühl verfügen, um ohne innere Bedrängnis und frei von epistemischen Selbstzweifeln in politischen Auseinandersetzungen seine Meinung kundzutun. Die enge Bindung, die zwischen der Position in der gesellschaftlichen Arbeitsteilung und dem Selbstwertgefühl besteht, ist durch John Rawls an sich verdienstvolle Hervorhebung der moralischen Bedeutung von Selbstachtung leider eher verdunkelt als erhellt worden. Zwar hat Rawls, wie kein anderer vor ihm, mit der Ausnahme von Rousseau und Hegel, in seiner Gerechtigkeit stets darauf verwiesen, dass das individuelle Selbstwertgefühl insofern ein soziales Grundgut darstellt, und das ist tatsächlich, ich finde, ein revolutionärer Schachzug in Rawls Theorie der Gerechtigkeit. Das individuelle Selbstwertgefühl stellt ein soziales Grundgut dar, weil es bei dessen Ermangelung den Bürgerinnen und Bürgern enorm schwerfällt, ihre eigenen Lebenspläne zu verwirklichen und sie ihre eigenen Anstrengungen, so heißt es bei Rawls, als schal und leer im Leben müssten. Kommt Rawls aber auf die sozialen Bedingungen des Erwerbs eines solchen Vertrauens in die eigenen Fähigkeiten zu sprechen, so begnügt er sich mit dem Hinweis, die Mitgliedschaft in kleinen, gleichgesinnten Gruppen genüge, um für die eigenen Tätigkeiten das notwendige Maß an öffentlicher Gutheißung und Anerkennung zu erhalten. Das jedoch ist nur plausibel, solange dieses Selbstwertgefühl bloß erforderlich ist, um einen individuell gewählten Lebensplan beherzt und erfolgreich ausführen zu können. Sobald jedoch die öffentliche Bühne betreten werden soll, um hier im demokratischen Prozess seine Überzeugung vorzubringen, reicht das aus der Kleingruppe bezogene Gefühl des eigenen Werts nicht mehr aus, um die drohende Scham und Beklemmung zu überwinden. Dann bedarf es nämlich, da ja potenziell die Augen aller Gesellschaftsmitglieder auf einen gerichtet sind, einer sozial übergreifenden, nicht mehr nur an Kleingruppen gebundenen Anerkennung der eigenen Fähigkeiten und Leistungen. Der Grundstein für eine solche Form der Anerkennung, die gesamtgesellschaftlich regelt, welcher Wert den Beiträgen und Anstrengungen einzelner Personen und Gruppen zukommt, wird durch das evaluative System der sozialen Arbeitsteilung gelegt. Dieses bestimmt nicht nur, wie welche der zur Reproduktion erforderlichen Tätigkeiten jeweils geschnitten und verteilt werden sollen, sondern entscheidet Kraft sozialer Typisierung und Ideologien auch, welcher produktive Wert ihnen für das soziale Ganze im Einzelnen jeweils zukommt. So wiegt dann etwa im gesellschaftlich Imaginären die meistens von Frauen erbrachte Hausarbeit und Kinderbetreuung weniger als die in privaten Betrieben oder öffentlichen Behörden ausgeübten Verrichtungen. Und die dort erbrachten Leistungen werden in ihrem Wert noch einmal mithilfe solcher Kriterien wie das Maß des geistigen Aufwands und die Höhe des ökonomischen Ertrags untereinander gestaffelt. Zählt in dieser evaluativen, unterschwellig wirksamen Rangordnung die eigene Arbeit wenig bis gar nichts, so dürfte das für den Einzelnen daher bedeuten, große Mühe bei der Gewinnung eines basalen Selbstwertgefühls zu haben. Und dementsprechend gering wird die Fähigkeit sein, die eigenen Überzeugungen in der demokratischen Öffentlichkeit ohne innere Nöte zur Geltung zu bringen. Ich komme zur letzten Komponente, der sozialen Komponente. Viertens verlangt die Mitwirkung an der öffentlichen Willensbildung neben wirtschaftlicher Unabhängigkeit Zeit und Selbstwertgefühl.
immer auch eine vorauslaufende Einübung in demokratische Praktiken als solche. Damit ist in diesem Zusammenhang mehr und anderes gemeint als das bereits erwähnte Mitspracherecht am Arbeitsplatz, das erforderlich ist, um vor aller Teilnahme am staatsbürgerlichen Diskurs ein Vertrauen darauf gewinnen zu können, dass die eigene Stimme im öffentlichen Prozess Wirksamkeit und Gewicht besitzt. Hier ist vielmehr von einer Moral der Kooperation die Rede, die Gewohnheiten der wechselseitigen Rücksichtnahme und gemeinsamer Verpflichtungen heranreifen lässt, wie sie für die Teilnahme am Prozess der demokratischen Willensbildung unerlässlich sind. Umgangsformen solcher Art werden im Laufe des individuellen Heranwachsens sicherlich auf verschiedensten Wegen gewonnen, im besten Fall bereits in der Familie und im noch besseren Fall in der Schule, später möglicherweise im Sportverein, in kirchlichen Verbänden oder in einer Gruppe politisch Gleichgesinnter. Aber all das auf diesen Wegen an kooperativen Verhaltensweisen Erlernte ist einer harten, unerbittlichen Bewährungsprobe ausgesetzt, sobald der Eintritt in das Arbeitsleben erfolgt. Hier herrscht nämlich je nach Berufs- oder Tätigkeitsfeld häufig ganz andere Regeln vor, die eher konkurrenzhafte Einstellungen, isoliertes Handeln und Rücksichtslosigkeit verlangen. Um der Gefahr eines Wildwuchses derartiger Mentalitäten und damit eines Übernehmens bloß egozentrischer Attitüden vorzubeugen, sind für die höher qualifizierten, professionell genannten Tätigkeitszweige Standesorganisationen geschaffen worden, welche die Mitglieder auf einen Berufskodex und auf die Vermeidung von unbotmäßiger Konkurrenz verpflichten. Für je weniger systemrelevant, in Anführungsstrichen, nun allerdings ein Berufszweig oder Tätigkeitsfeld im gesellschaftlich Imaginären gehalten wird, desto geringer scheint das öffentliche Bestreben zu sein, die darin Beschäftigten ebenfalls in solchen Gruppen zu organisieren und sie damit in ein stärker kooperatives Verhaltensmuster einzubeziehen. Ist man schließlich auf der untersten Stufe des gegenwärtigen Beschäftigungssystems angelangt, dort, wo heute das sogenannte Dienstleistungsproletariat tätig ist, so findet man keinerlei behördliches Bemühen mehr, durch verbandsähnliche Strukturen soziale Verbindungen zu schaffen und damit einen Geist arbeitsteiliger Gemeinsamkeiten zu wecken. Auch das ist ein Faktor in der Organisation gesellschaftlicher Arbeit, der auf die Bereitschaft und die Fähigkeit zur demokratischen Partizipation allergrößten Einfluss ausübt. Je geringer die gemeinschaftliche Bindung in der und an die Arbeit ist, desto größer ist zugleich die soziale Isolation und damit auch der Mangel an Vertrautheit mit Verfahren der gemeinsamen Willensbildung. Ist man beispielsweise heute unter Akkordzwang und ständiger Überwachung in einem digital gesteuerten Vertriebsunternehmen vollkommen auf sich allein gestellt, so wird man die Mitbürgerinnen und Mitbürger kaum als Verbündete ansehen können, mit denen sich über die eigenen Belange öffentlich zu streiten und zu einigen das Engagement lohnt. Was gegenwärtig gern Politikverdrossenheit genannt wird und nichts anderes ist als ein Desinteresse an demokratischen Verfahren und Praktiken, dürfte daher zu einem gewissen Teil nur der Niederschlag einer von Prekarisierung und Vereinzelung gezeichneten Arbeitswelt sein. Selbst nun, wenn einzelne der vier zuvor genannten Faktoren empirisch in Zweifel gezogen würden, sollten sie in ihrer Summe doch genügen, um den ganz engen Zusammenhang zwischen der Organisation der gesellschaftlichen Arbeit und den Bedingungen der demokratischen Partizipation zu belegen. Die Chance und das Vermögen, sich an der öffentlichen Willensbildung zu beteiligen, hängt für die Gesellschaftsmitglieder in einem ganz hohen Maße davon ab, ob und wie sie in den arbeitsteiligen Prozess der sozialen Reproduktion einbezogen sind. Insofern begeht jede Demokratietheorie einen großen Fehler, welche die Arbeitsverhältnisse einer Gesellschaft nicht als ihr ureigenes Terrain betrachtet. Und umgekehrt greift eine soziologische Beschäftigung mit den Arbeitsverhältnissen zu kurz, welche nicht die Ermöglichung der demokratischen Beteiligung wie selbstverständlich als ihren normativ, vielleicht nicht einzigen, aber doch zentralen Fluchtpunkt begreift. Dass der demokratische Souverän in der Mehrheit seiner Mitglieder arbeitend tätig ist
und die Arbeitsbedingungen daher ein wesentlicher Bestandteil jeder Bemühung, an eine lebendige Demokratie zu sein haben, gehört in das Stammbuch beider Disziplinen geschrieben, der politischen Philosophie und der Soziologie. Sie unterliegen einem Irrtum, wenn sie glauben, voneinander keine Notiz nehmen zu müssen. Allerdings ist bislang noch vollkommen unklar geblieben, was hier unter Arbeit und unter Arbeitsteilung eigentlich verstanden werden soll. Zwar ist im Zusammenhang meiner Beschäftigung mit den konkurrierenden Idealen einer angemessen organisierten, befreiten Arbeit schon deutlich geworden, dass nicht solche Verrichtungen unter dem Begriff der gesellschaftlichen Arbeit summiert werden sollen, die allein aus privaten Gründen entweder je für sich oder in einem Kreis von Gleichgesinnten vollzogen werden. Wie derartige, freiwillige und häufig als Hobbys bezeichneten Aktivitäten organisiert und durchgeführt werden, fällt ausschließlich in die Entscheidung der sie Ausübenden und ist insofern nicht von Belang für die Zwecke einer Gesellschaftsmoral. Andererseits wäre es aber auch falsch, nur solche Tätigkeiten der gesellschaftlichen Arbeit zuzuschlagen, die eine ökonomisch verwertbare Nachfrage befriedigen und daher marktwirtschaftlich rekrutiert werden können. Würde man begrifflich so verfahren, dann blieben alle lebenswichtigen Hantierungen und Dienste ausgespart, die gegenwärtig nicht mit Geld entlohnt werden, angefangen von der Hausarbeit bis hin zu dem, was hierzulande einmal Zivildienst hieß und eine Art von verpflichtender Sozialarbeit war. Der Begriff der Arbeit, der in meiner Analyse Verwendung finden soll, darf daher auf der einen Seite nicht so umfassend sein, dass auch rein private, hobbyähnliche Verrichtungen darunter fallen, auf der anderen Seite aber auch nicht so eng, dass alle nicht marktförmig organisierten, aber doch irgendwie unverzichtbaren Arbeitstätigkeiten ausgeschlossen bleiben. Ähnlich kompliziert ist es um den Begriff der sozialen Arbeitsteilung bestellt. Dieser wurde in der klassischen Gesellschaftstheorie von Smith über Marx bis Durkheim zumeist nur auf Leistungen zugeschnitten, die in irgendeiner Weise der gesellschaftlichen Wertschöpfung zu dienen scheinen. Dementsprechend wurde dann, wenn es um die Frage ging, wie in der Vergangenheit die Arbeit verteilt wurde und wie sie zukünftig verteilt werden sollte, allein das an Tätigkeiten berücksichtigt, was einen wirtschaftlich berechenbaren und nutzbaren Nutzen und wahrnehmbaren Nutzen abwirft. Wird nun aber der Begriff der Arbeit um nicht bezahlte oder vorläufig nicht bezahlte, aber unverzichtbare Tätigkeiten im privaten Haushalt oder im öffentlichen Rahmen erweitert, so muss natürlich auch das Konzept der sozialen Arbeitsteilung entsprechend abgewandelt werden. Als die Tätigkeiten, die es gesellschaftlich zu verteilen und zuzuordnen, zu organisieren gilt, dürfen dann nicht mehr nur allein die wertschöpfenden Arbeiten betrachtet werden, sondern alle irgendwie reproduktionsnotwendigen Verrichtungen, egal ob finanziell vergütet oder nicht. Mit der Frage, wie sich diese Notwendigkeit, die Reproduktionsnotwendigkeit von Arbeit, angemessen fassen lässt, werde ich mich zu Beginn der zweiten Vorlesung beschäftigen, in dem ersten Teil der zweiten Vorlesung, also morgen, um dann im zweiten Teil der morgigen Vorlesung zu einer Analyse der gegenwärtigen Arbeitsverhältnisse, die man gern neoliberal nennt, übergehen. Also das ist das Programm für morgen. Das war das, was ich heute zu bieten hatte. Danke.